Moin Männer und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Ihr seht, ich habe noch nicht die Wuhus hier geholt. Mache ich beim nächsten Mal, okay? Ich habe bis jetzt noch keine Zeit dazu. Ist okay, mach ich dann, passt schon. Wir machen einfach weiter mal mit A5, Mitternachtsputz. Pfui, Spinne. Wo kommen nur all die klebrigen Netze her? Sie sind hinderlich, gefährlich und zutiefst undekorativ. Ein Fall für dich, Luigi. Etwas Unerwartetes und Unhygienisches hat sich in der großen Villa zugetragen. Alles ist voller Spinnen. Und vor lauter Netzen kann man sich nicht mehr an die eigene Nase fassen. Die Sache ging ruckzuck, keine Frage. Da steckt ganz klar irgendein Spuk dahinter. Wenn es so weitergeht, können wir demnächst keinen Fuß mehr in das Gemäuer setzen. Du musst flink zur Villa eilen und jedes einzelne Netz mit dem Schreckweg 0915 aufsaugen. Ich finde derweil heraus, was es mit dieser Spinnerei auf sich hat. Okay, machen wir. Kriegen wir hin. Wir haben jetzt solche In-Ear-Kopfhörer gekauft für 8 Euro. Damit ich nicht immer diese dicken Kopfhörer auf habe in der Aufnahme. Ich habe irgendwie das Gefühl, so ist irgendwie schöner. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich finde es schöner so. Also, ja. Und die 8 Euro waren es. Das war es mir irgendwie wert. Das hat gepasst. So, okay, wir müssen jetzt wirklich alle Spinnnetze wegmachen, ne? Okay. Muss ich jetzt ehrlich sein? Ist jetzt nicht so krass irgendwie. Aber kann ich wenigstens zeigen. Wow. Echt jetzt? Eine Münze ist da drin. Krass. Warte mal. Ganz kurz. Seht ihr das? Die verfolgen mich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja gruselig. Kann ich da noch irgendwas? Nee. Weil ich habe da eben noch gerade das, okay. Das Bild gesehen von dem Ritter und dachte mir, ha, vielleicht. Vielleicht geht irgendwas. Sag mal, warum bewegt sich Luigi so komisch? Okay. Haben wir. Ach, da war die. Ja, doch, doch. Ich erinnere mich. Da war der eine Schlüssel drauf. Ist okay. Ich glaube, ich gehe gerade voll in die falsche Richtung. Okay, wisst ihr was? I'm sorry. Ich sehe gerade, dass das Ausrufezeichen da ist. Hups. Naja, dann ist hier wohl nichts. Tja. Weird. Wie man das wohl hätte verbessern können. Oh oh. Stell dich mal vor, man hätte einfach eine große Mission gemacht, in der man hier rumrennt. Dann wäre das gar nicht passiert. So. Okay, hier sind wirklich überall. Oh Gott. So. Das nehme ich mit. Ey, sag mal! Ja, der ist direkt vor meiner Nase gespawnt. Ich kann da nichts für. Ach, okay. Okay. Man kriegt da so angezeigt, wenn man alles hat. Das ist doch schön. Okay, es gibt weitere Ausrufezeichen. Dann folge ich denen mal auf Schritt und Tritt. Einfach ganz, ganz entspannt. So, das sieht genauso für mich so aus. Ich dachte, die kann man. Hilfe! So. Kommen da jetzt immer mehr? Also hören die irgendwann auf zu erscheinen oder nicht? Sieht nicht so aus. Warte. Hallo? Ach, der blöde. Der blöde Teppich. So. Müssen wir rennen. Das habe ich, glaube ich, eben nicht getan. Komm. Ja. Das auch weg. Das bitte auch alles weg hier. You do it. Ich habe die in der Decke umgebracht. Crazy. Das ist krass. So, jetzt kommen wir auch da rein. Das ging ja vorher irgendwie nicht. Also passt das von meiner Seite aus? Und ich muss mal überlegen. Wir hatten. Hmm.
Haben wir oben? Ne, in dem Raum waren wir nämlich noch nicht, ne? Warum sind die Bücher hier so komisch? Kann ich hier irgendwie die ganzen Kerzen ausmachen, oder? Sieht nicht so aus. Ne, ist irgendwas im Kamin? Ne. Aber da oben sind bestimmt noch weitere... weitere Spinnnetze. Deswegen passt das. Gehen wir da mal hoch. Gehen wir da mal rein. Ja. Interessante Mission. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Weil es ist ja sehr... sehr viel doppelt gemoppelt irgendwie. Stopp. So. Hä? Huch, hat sich der befreit? Ich weiß auch nicht. Okay, so. Nicht befreien. Ja, nein, er hat sich anscheinend befreit. Das finde ich doof. Das bedeutet nämlich, dass wir gerade Geld auf den Tisch liegen lassen haben. Da oben war noch eins, ne? Ich glaube ja. Was ist denn da nochmal drin? Ach so, das. Okay. Habe ich total vergessen, dass das existierte. Ist natürlich schade, dass da immer noch das eine fehlt. Naja, so. Hier ist das so ein... Hä? Okay, das Bild brennt, aber... Hat es nicht die ganze Zeit vorher auch schon gebrannt? Kommen wir da oben irgendwo hin? Das wär's ja. Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Ich wusste gar nicht, dass es da hochgeht. Nee, das hat anscheinend noch nicht gebrannt. Okay. Ah, da kommen wir bestimmt noch früh genug hin. Okay. Nee, das ist nix. Waren heute bei der Massage. Also, Joanna und ich. Das war cool, ey. Richtig schön. Das kann man echt öfter, das kann man sich echt öfter geben. So, hier meine ich. Wenn hier keine Tür ist. Das war echt richtig entspannt. Man fühlt sich richtig wie im Urlaub. Das kann ich jedem nur mal empfehlen, irgendwie mal zur Massage zu gehen. Echt jetzt. Ach nee, das ist einfach nur... Was ist das Teil da, ne? Ja. Okay, kann einfach nur den Grill anmachen. Die Frage ist jetzt natürlich, was bringt's? So. Kann ich den an den Grill ran? Ja. Das geht. Na super. Bis jetzt finde ich es ein bisschen sad hier. Ich dachte, man kriegt hier irgendwas Cooles. Sorry, Leute. Das wollte ich natürlich eigentlich gar nicht. Noch so eine Geldmaus. Also eine Geldfledermaus. So. Okay. Hier hinten ist also nichts. Oder was? Gar nichts. Ha, da ist was. Holy shit, ich bin so happy, dass ich das gefunden habe gerade. Na komm. Nice. Money. Schade nur, dass es nur Money war. Okay. Es könnte überall was hier lauern. Wir müssen uns einfach nur vernünftig umgucken. Könnte überall was versteckt sein. Wo fehlt noch was da? Na. Ach, hier bin ich jetzt. Okay, warte. Ich lasse mich noch mal verarschen vom Spiel. Ich gehe schon mal zur Seite. Ah, nein. Alles gut. Ja,
ich bin mir unsicher. Also müssen wir jetzt hier überall hingucken? Ich hoffe echt nicht. Das wäre super nervig. Gut. Wie viel ist eigentlich so ein Goldteil wert? 20. Ja. Finde ich ordentlich. Huch. Ach, Leute. Ach. Hier ist was los. Okay, die hängen nur kurz noch in der Decke anscheinend. Das ist nichts, was die für auf ewig tun. Achso, unendliche Geldquelle. Deswegen. Okay, jetzt ging es interessant. So. Genau. Können wir das noch mitnehmen hier an der Seite? Genau. Und dann das. You do it. So. Sag mal, ist die Tür hier? Achso, nee, da ist die. Hä? Ich habe anscheinend einfach die Tür übersehen. Geil. Sonst ist hier nix. Ja, ist anscheinend wichtig, dass man hier richtig, richtig gut überprüft. Ja, sonst sieht man sowas hier nicht. Oh, Leute. Ich habe es eben erwähnt. Kann es sein. Ich habe es ja eben erst gesehen, das ist ja lustig. Ich glaube, man kommt jetzt nach oben. Schaut mal. Zack. Geil. Es geht auf den Dachboden. Ich will vorher natürlich nochmal hier angucken. Leuchtet ein, meiner Meinung nach. Na komm. So. Hallöchen. Oh, und wir haben heute ein Eichhörnchen gesehen. Das war richtig nah. Da kann man richtig nah rangehen. Das war gar nicht schreckhaft. War voll cute. Ich weiß, kein krasser Fakt, aber ich wollte es erwähnt haben, weil ich das so niedlich fand. Das gute Ding. Relativ nah bei uns an der Wohnung dran auch. Er war voll niedlich. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das hier runter mache, ne? Aber hier ist ja anscheinend noch was. Ach da, jetzt sehe ich es erst. Okay. So. Und noch was. Da. Okay. Ja, ein bisschen Cash. Take those. Those Caches. Nee, das ist immer noch was. Na mal, jetzt reicht's. Da oben. Meine Güte. Das ist ein ätzender Raum gewesen. Huch. Luigi. Entspann dich. Yo, Bro. Ich weiß, was du vorhattest. Und du auch. Du wolltest dich... Alter, Luigi. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat gerade so eine... Er hat gerade so eine... So rote Streifen hinter sich hergezogen. Als er eben... Naja, von dem einen... Uhu, hin und her gezogen wurde. Ah, ach so. Ja, I see, I see. Hui. Sehr gut. Okay. Und jetzt können wir das hier holen, richtig? Ja. Ach du Scheiße. Okay, Leute, it's so over. Anscheinend. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe ein paar übersehen.
Wo können die alle sein? Ich guck hier mal rein. Sehe ich noch was? Nee, ich sag's wie es ist. Das ist überhaupt nicht gut. Die muss ich natürlich alle noch suchen. Oh. Was habe ich denn da aus der Wand gezogen? Ach, gar nichts. Okay, da war anscheinend mal wann anders was drin. Da war ich aber auch schon, oder? Au. Wow. Luigi, lass dir sowas nicht gefallen. Immer zurückschlagen. So wurde es mir beigebracht. Okay. Wenn ich hier einfach alles wegmache? Ja, schaut doch das. Schaut euch das mal an. Ja, mehr Geld. Das sieht gut aus. Katsching. Na. Vier fehlen noch. Okay. Da muss ich anscheinend noch mal ein bisschen gucken hier, wenn das, wenn ich jetzt nicht noch aus Zufall vier weitere finde. War ich hier schon? Ja, muss ich. Okay. Da war ich anscheinend schon. Vielleicht, wenn ich es mal klingeln lasse, ein bisschen. Sieht nicht so aus. Schade. Aber ich kann wieder zurück, oder? Oder geht das überhaupt nicht? Echt nicht? Yo! Die Tür hier ist fake. Na toll. Kardon. Aber in dem Raum war schon einer, ich weiß es. Den habe ich nämlich gefunden schon. So, hier liegt nochmal. Hier liegt immer Geld anscheinend. Das liegt echt in jeder Mission. Ne, weil hier. Genau. Hier war ich, habe ich glaube ich auch schon geguckt nach Stuff. Also. Wenn hier noch ein zweiter wäre, das würde mich wundern. Naja. Hier könnte ich es mir theoretisch noch vorstellen. Auch das Teil war schon weg. Er war schon. Ja, wir müssen auch noch ein Buu finden, fällt mir gerade auf. Und auch da ist noch was. Warte. Oh nein, wie süß. Oh nein. Jetzt. Ah, schade, dass ich den nicht mit dem anderen zusammengefunden habe, ey. Oh nein. Das ist unschön. Das hätte bestimmt was geholfen, oder? Also wenn ich die zusammen mit dem anderen quasi gefangen hätte. Ich glaube, es hätte geholfen. Na gut. Hier ist immer noch eine Tür. Ach, die würde jetzt auch nicht mehr so viel bringen, oder? Bin ich offen, sie zu verstecken? Danke. Oh. Also zu sagen, bringen nichts wäre jetzt auch untertrieben. Naja. Schön. I guess. Nehme ich mit. Da war nur Geld drin, glaube ich. Und ich hasse Geld. Wie jeder Mensch. I hate having money. Okay. Da noch? Nee, nee, nee. Nee. Weil ich wollte gerade sagen, die Statue haben wir ja selbst schon so ins Leben gerufen. Du nichts.
Okay, dann würde ich behaupten, gehen wir mal nach oben. Ich glaube auch da ist der. Uhu. Oder? Ich denke schon. Aber man, wir haben bis jetzt auch noch keine Spur von dem Buhu gesehen, ne? Das wäre nämlich auch die Frage. Sieht man den irgendwo? Nee. Was ist denn das überhaupt für ein Raum? Ach so. Ach, der. Gehst du in die Tür? Danke. So, dann gehen wir mal um. Das interessiert mich ja jetzt. Nee, das ist tatsächlich ein anderer Raum. Pretty sure. Naja. Können wir uns eher mal vernünftig umschauen? Ist doch auch ganz nett. Ja, man muss nur meckern. Oh mein Gott. Bro. Das ist gefährlich. Na toll. Oh, achso. Ich dachte, man startet unten wieder. Hä? Was muss man denn tun? Muss man... Ja, okay. Man muss die Bewegungssteuerung nutzen. Ich dachte gerade, ich habe gerade versucht, mit dem Stick so auszuweichen, aber es hat offensichtlich nicht geklappt. Okay. Hier ist noch eins. Ich erwarte hier mindestens noch einen von den Diamanten übrigens. Also ich will es nur kurz anmerken. Schickes Fahrrad. So. Ja. Genau. Sehr schön. Gut, gut. Dann ist sehr gut. Dann sehe ich im Moment noch einen. Ist hier was? Ach, hier kommen wir nur zurück. Oder ist das hier noch was? Nee. Okay. Ach, jetzt muss ich... Gut. Ich verstehe, wie das funktioniert. Und hier ist damit auf jeden Fall nichts mehr. So hin und her und hin und her. Genau, einfach so ein bisschen nach links und rechts und dann passt das. Dann kommen wir da gut durch. Oh mein Gott. So, aber ich habe hier nichts mehr übersehen sonst. Außer, dass da ganz viel Zeug an der Decke hängt. Gruselig. Okay. Dann, ja, wo findet sowas? Weil dann scheint er da oben auch nicht mehr. Ja, da, okay. Und der Buhu. Na, den einen schon mal kurz schockfrosten. Naja. Ja, sehr schön. Immer schön so auf einmal für das extra Stück Gold. So. Okay. Wie sieht die andere Seite des Raumes aus? Ist hier denn vielleicht noch irgendwas anderes? Na, das war wieder dumm. Er wollte den Zuschauern Angst machen, anscheinend.
Sag mal, können die... Unglaublich, ey. Ich sehe echt noch das Duschwasser an. Nee. Nichts. Ist okay. Ich glaube, ich schneide da nicht. So, na gut. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Na, bin gespannt, ob der selber gleich anruft und gut ist. Ja. Ja, man kann den nicht wegdrücken. Das ist so komisch. Na gut, okay, vermutlich. Damit sollte die Krabbeln, den Krabbeln in die Spinnerei vergangen sein. Ja, jedenfalls haben wir fürs erste Wichtigeres zu tun. Ich kann dir nämlich den Ursprung der ganzen Spinnenlage ermitteln. Ich fuchsle dich zurück, dann erfährst du alles. Okay, also ich habe echt jeden Raum abgesucht. Ich habe jetzt den Buhu nicht gefunden, muss ich sagen. Was ich schon interessant finde. 1187, Alter. Ich bin richtig rich geworden. Aber kein Geist. Ist die Frage echt. Wie kommt's? Wo ist der? Wo kann der sein? Ich hatte eben noch irgendwas zu sagen, was ich mir dann aufgespart habe, aber irgendwie habe ich es jetzt vergessen. Das ist dumm. Ein Zauberlampe, mein Lieber. Hast du mir auch ein paar Geister mitgebracht? Nicht wirklich. Neues Juwel gefunden. Ah, drei Stück, ich meine. Und die Prämie, das reicht schon mal, ist nicht wenig, was ich da gefunden habe. Also. Ich habe während deiner Reihenmachrunde eine formidable Entdeckung gemacht. Ein paranormales Signal von unglaublicher Stärke, tief im Inneren der Villa. Ich weiß ja nicht, wie es den Paraskop so lange entwischen konnte, aber nun ja. In dem Fall steht es zweifelsfrei mit der Spinneninvasion in Verbindung. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Ursprung des Signals präzise geordnet habe. Aber sobald ich es geschafft habe, darfst du dich gleich ins Vergnügen stürzen. Freue ich schon mal. Okay. Doch, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Diese Rangkacke, die ich unter aller Sau... Ich weiß nicht genau... Also, warum ist... Ich finde, es passt nicht zu dem Spiel. Also, ich bin kein Fan davon, dass wir da zum Schluss einen Rang bekommen, einfach. So, weil... Ist das Speedrun-mäßig oder was genau wollen die von einem? So, wollen die, dass man das gründlich durchsucht oder wollen die, dass man da schnell durchhastet? Ich weiß nicht. Und dann eben wieder mal durch alle Räume in jeder Mission. Ich weiß nicht, ich finde die Idee nicht so passend zu Luigi's Mansion. Aber ja. Ist jetzt die Frage, wo ist der Buu? Muss ich jetzt alle 42 Spinnnetze nochmal entfernen? Okay, I guess. Dann mache ich das. Ja, und such den jetzt. Oh Gott, das ist nicht meine Lieblingsmission hier. Die ist echt übel scheiße. Warum? Was soll das? Also, ich war da überall schon mal. Ach, keine Ahnung. So. Okay, hier. Fehlt das Klavier. Da hätte ich tatsächlich drauf kommen können, weil hier extrem viel fehlt. Aber ich habe im Endeffekt dran gedacht, dass der... Ich dachte erstens, ich habe das hier doch irgendwie alles mir angeguckt. Und dann, ich weiß nicht, dann dachte ich, Buus sind einfach... Also man sieht, wenn die in einem Zimmer sind. Aber das war anscheinend falsch. Naja. Shubidubidubidubu. Ich bin Shubibu. Und du? Haha. Shubibu bist du. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay. Shubibu. Ich muss den so mir wiederholen. 10 noch. Na dann. Oh Gott, der Arme. Es tut mir fast ein bisschen leid, muss ich sagen. So. Okay.
Was ist jetzt los? Toll, Luigi. Die Welt kann froh sein, dass du diesen bleichen Ballon gefangen hast. Pokus sind scheu. Sie zeigen sich nur, wenn man ihr Versteck findet. Okay, jetzt sagt das. Jeder ist anders, auch wenn alle gleich aussehen. Versuch sie alle zu schnappen. Sonst schließen sie sich noch zusammen. Und das, mein Lieber, wäre verhängnisvoll. Okay. Ja. Gut, hier sind noch extrem viele mehr. Also, wie schon gesagt, ich finde es gerade krass, dass ich es eben nicht gesehen habe, ey. Gut. Und da. Aua. Ja. So ist dieser Ballon. Was ich noch rausgefunden habe, und das kann ich überhaupt nicht fassen, die Spinnenweben sind random. Das heißt, die Spinnenweben sind quasi random in den Räumen verteilt. Es gibt so ein paar Räume, da sind Spinnenweben drin. Aber welche Räume jetzt genau mit Spinnenweben voll sind, ist total random. Absurd, oder? Das finde ich echt krass. Also es ist jedes Mal unterschiedlich. Ich finde, die Mission hätten sie sich echt klemmen können. Das ist echt ein absoluter Fall. Ein absoluter Reinfall. So. Wenn ich es sage, zum Unterschlupf. Nicht gespeicherter Fortschritt geht dann verloren. Mensch, Alter, jetzt muss ich diese ganze Scheiße nochmal holen. Cool, sage ich an der Stelle. Cool. Naja, dann bis gleich, I guess. Okay, so, haben wir das geschafft. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier den Boss und holen die anderen Buhus. Ich denke, das passt. Dann haben wir noch ein bisschen mehr zu tun hier. Ja, wie ob ich das mit dem Stern mache, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen ätzend, um ehrlich zu sein. Naja, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao mit euch.